Damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück bei Risen 3 Titanlords. Wir sind nach wie vor im Magierlager hier auf Terranis und am Questen. So läuft das wie in den letzten Parts. Und der liebe Dawn, halt die Schnauze, das sind bestimmt schon 10-mal rausgehauen. Wir wissen, dass wir da nicht rein dürfen, machen es aber trotzdem. Da kannst auch du nichts dran ändern, denn wir haben hier unseren schönen Geheimgang hier durch den Brunnen, den ich jetzt allerdings gerade nicht betreten möchte. Und wir gehen mal zum Roten Kreuz. Genau, das hatten wir gesucht. Muss ich mal auf die Quest schauen. Zaki behauptet, Farukos Schlüssel nicht mehr zu haben. Er hat ihn Vetranio verkauft. Sprich, wir müssen mit Vetranio reden. Und ich hoffe, dass es einer von den jungen Männern ist, die hier am Feuer hocken. Nein, leider nicht. Ach, wie ätzend. Genau. Wenn ich mich recht entsinne, endet doch so der letzte Part. Wir müssen doch wieder in den Brunnen wie eine peinliche Scheiße. Hab gerade auch extra noch gesagt, dass wir da jetzt nicht rennen wollen. Na gut, auch das ändert unsere schöne Situation hier in Risen 3 nicht. Sind wir in einer anderen Ecke? Nee, es müsste die Ecke sein. Ja, mit Lami. Mit den Lami-Patronen. Also, falls die euch mal ausgehen, wisst ihr, wo ihr hin müsst, meine Freunde. Einer meiner zahlreichen, unlustigen, unnötigen Flachwitze, die ich trotzdem sage, weil sie einfach so wie aus dem Arsch kommen, wisst ihr? Wie die Scheiße aus dem Arsch, kann man nichts machen. So, hier der gute, wie heißt der gute Mann? Hiwi, mit dem können wir auch mal schnacken. Mit Takatini Planta, Granne Planta. Egal, hat er irgendwas? Okay, der hat nichts Interessantes zu sagen. Und der gute Nergal. Der chillt hier auch so ein bisschen. Genau. Und unser Ziel war, diesen Vetriano, oder wie der gute Mann heißt, finden. Und ja. Wie man merkt, ist da irgendwie war etwas im Busch. Wenn ich mich recht entsinne, schaut euch das mal an. Muss ich eigentlich gar nicht hingehen. Wir waren gerade hier. Das Kreuz zeigt dahin. Ach, der Auftraggeber ist sogar hier. Ja klar. Es wäre auch sinnlos, wenn er direkt daneben sitzt. Über uns ist nur der Baum. Ich glaube kaum, dass er auf einem Baum sitzt. Das heißt, es ist unter uns. Wie kommen wir dahin? Ist er vielleicht in der Taverne? Das könnte noch sein. War da nicht noch so ein Dings nach unten? Nee, scheiße. Und in dem Brunnen, das war das doch auch nicht. Ich will doch diesen Typen nur finden. Ist das denn so schwierig, ey? Meine Güte. Meine Leute. Ist das hier irgendwie so ein Ort? Nee. Ach, halt doch die Schnauze, du Pisser. Ich schniedel dir gleich ins Face, Alter. Komm mal hier. Ach, halt doch die Fresse, Mann. Ich such da. Egal, ich gehe nicht raus. Halt die Schnauze. Gut, wir prügeln uns. Ich kann gerne meine Waffe zücken. Jetzt reicht es. Oh, fuck. Zu spät reagiert. Wenn ich wollte, könnte ich ihn trotzdem niederschlagen. Den kleinen Penis. Möchte ich behaupten. Aber, das lassen wir dann doch lieber. Ich glaube, ich hau den jetzt einfach um. Das ist halt bloß immer die große Frage. Kriegen wir Probleme hier im Magierlager? Ja, stimmt. Ach, wir kriegen. Ah, genau, das wollte ich immer sehen. Hier das Blut. So pervers es sich anhören mag. Nein. Ich kämpfe gerne, aber im Moment haben wir nichts zu kämpfen. Dann muss ich halt meinen Frust an den Wächter rauslassen. Der uns nichts getan hat. Einfach nur ein unfreundlicher Spaß. Dies. Oh, Junge, ich hab's verstanden. Was sind das bloß für Leute hier? Ja, verschwinde. Ja, mach ich. Wir sehen uns wieder. Mein Freund. Gut. Wird wohl nichts. Kotzt mich an. Aber Mann, wir brauchen diese scheiß Schlüssel. Aber ich bin der Meinung, mit Vetranio schon mal geredet zu haben. Ich möchte jetzt auch nicht um Teufels Willen. Was? Ach, da ist er. Der bewegt sich fort. Die Wache ist noch nicht fertig. Komm später wieder. Eigentlich haben wir den gefunden. Ich dachte schon, meine Fresse. Noch nicht fertig? Das wird Magnus aber gar nicht freuen. Du verrätst ihm das noch nicht, oder?
Ich mache ja schon so schnell ich kann, aber ständig treten mir die Jungs den Waschkübel um. Mein Leben als Kadett habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Können wir ihn irgendwie erpressen oder so? Das hört sich asozial an, aber ich weiß, es ist ein Spiel. Aber das einzige Feuer, das ich zu sehen bekomme, ist das vom Kochtopf. Na klar, ich kann ihn ziemlich gut nachvollziehen. Aber wir sollten nicht ihn direkt darauf ansprechen. Vielleicht erstmal ein wenig schleimen. Okay, du bist also die arme Wurst hier. Ja, ich meine nein. Also jetzt schon, aber später... Ja, ja, große Pläne, ich verstehe. Mann, wenn ich meine Träume nicht mehr hätte, was bleibt mir dann noch? Naja, zumindest deine Wäsche. Na, danke. Ah, ich finde die Charaktere einfach geil. Der Risen 3 Charakter ist auch ziemlich geil. Erzähl mir mehr über die Wächter, obwohl erzähl wir das schon genug Leute gefragt haben. Wir sind sozusagen der lange Arm der Magier. Alle neuen in unseren Reihen beginnen ihren Dienst als einfacher Kadett. Die Jungs, die schon länger dabei sind, werden zu Wächtern berufen. Und über den Wächtern steht nur Magnus, unser General. Alles klar. Schon mal daran gedacht abzuhauen, mein Freund. Schon mal daran gedacht abzuhauen? Nee, das will ich auch gar nicht. Irgendwann kommt ein Neuer, der meinen Posten übernehmen wird. Aber für den Moment wäre mir schon geholfen, wenn jemand das Lagerhaus für mich fegen würde. Hey, du bist doch neu. Willst du diese Aufgabe nicht übernehmen? Wenn ich gut bezahlt werde. Nein, als Putzkraft wollte ich nicht enden. Ja klar, ich putze hier das Lagerhaus. Wohl kaum. Das können wir nicht sagen, hä? Okay, pass auf. Auch gut. Aber nimm diesen Besen mit. Ohne ein vernünftiges Arbeitsgerät geht's. Ja, geht doch. Wie soll ich nach deinem Ersatz für das Lagerhaus suchen? Wo soll ich nach deinem... Das wird nicht ganz einfach werden. Und die Magier zu fragen, würde dich den Kopf kosten. Am einfachsten wäre es wohl, jemanden zu finden, der vor kurzem seine Arbeit verloren hat. Halte einfach die Augen offen. Gut, dann suche ich mal ein paar Arbeitslose. Zakir sagt, du hast den Schlüssel von Meister Faruko. Schlüssel? Ich? Du musst dich irren. Und überhaupt, wer ist Zakir? Du willst Zakir? Ihn doch nur decken, hat einer der Gnome hier im Lager. Dämmert's jetzt? Nein, mit denen habe ich nichts zu schaffen. Schon vergessen? Ich muss mich doch um die Wäsche kümmern. Also schlage ist ich klar. vor, du sprichst mit diesem Zakir oder von wem du auch immer deine Informationen bekommst. Wegen Farukos Schlüssel. Jetzt mal unter uns zurück in gefälligst aus. Ich speichere vorher und dann versuchen wir mal ein paar lustige Sachen. Wegen Faruk. Das war wohl nichts. Geht nicht, okay. Rück ihn gefälligst dran. Hey, ganz sachte. Ich hab ihn nicht. Das musst du mir schon glauben. Jetzt mal unter uns. Ich sagte dir doch schon, ich habe den Schlüssel nicht. Glaub mir, ich bin eine ehrliche Haut. Glaub ich dir nicht, ich kann dir auch gerne aufs Maul hauen, mein Freund. Die Information hat ihren Preis. Wie viel verlangst du? Mann, behalte dein Gold. Ich habe den verdammten Schlüssel nicht. Du kannst ich hatte doch vorhin schützen. Noch einen Apfel? Aua. Hat er uns enttarnt, der Kleine. Ich hatte doch vorhin noch einen... Ja, hattest du. Und jetzt hast du auch dein Bierchen nicht mehr. Na toll. Was sind das denn für Pussys? Nur wenn man denen ein bisschen das Bier klaut, flippen die hier gleich aus, als hätte ich denen seinen Schwanz abgeschnitten. Aber Pech gehabt, Freundchen, das erledigen wir jetzt. Schlag doch zu! Schlag du noch zu. Der ist eh gleich down, also mit Bones Hilfe ist hier keiner ein Problem. Aber alleine sind hier einige ein Problem. Das kann man nicht anders sagen. Ach, der Wächter hat sich gerade geheilt. Na klar. Das ist ja ein zukünftiger Magier. Und ich hier steche. Ja, Volltreffer, genau. Ins Auge. Müssen wir neu laden. Scheiße. Suchst du etwas? Gut. Du hattest deinen Apfel. Ja, 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 mein Freund. Du hattest deinen Apfel.
Ja gut, was machen wir jetzt? Sprechen wir mit Saki oder was? Was soll man jetzt machen? Ja, das würde ich sagen. Wäre das Sinnvollste, was wir machen können. Auf der Karte markieren. Hat sich die Quest jetzt erledigt? Nein, wir sind auf Taranis. Der Briefpole Agila, der Schattenlord des Verrats. Die Quest wahre Worte da. Die wollen wir mal eben auf der Karte markieren. Ich wette mal, die führt uns zum einen zu. Genau, zu dem Jungmann hier, mit dem wir gerade geschnackt haben. Und andererseits zu dem lieben Zag hier. Zu dem wir uns jetzt begeben werden. Wo ist er denn? Der gute Mann. Da, dachte ich mir. Vetranio sagt, er hat den Schlüssel nicht. Dem traue ich nämlich auch nicht, dem Zag hier. Schlüssel? Dann jemand anderes muss haben den Schlüssel. Sicher, du. Magnus ist General von Homies. Du willst mich wohl zerscheißern, du kleiner Scheißer. Ich zähle jetzt bis drei. Wenn der Schlüssel dann nicht in meiner Tasche ist, dann... Aber sag hier nix. Eins. Wirklich, Homie muss glauben. Zwei. Okay, Homie hat gewonnen. Zag hier gelogen, aber machen gut und geben Schlüssel an Homie. Hier. Na bitte, warum nicht gleich so? Niedlich. Traut? Wächter trauen nur Zaubermännern. Aber Augen von Wächtern sehen hinweg über Gno. So sie nicht sehen, wenn wir machen Geschäfte. Verstehe. Das ist, wenn ich jetzt für pfeife. Na gut, das war. Na gut. Er hat zuerst gelogen. Hätten wir nicht ihm mit dem Tod gedroht. Was natürlich nicht die feine englische Art ist. Dann hätten wir den Schlüssel bis jetzt nicht. Aber egal, wir haben Farukos Schlüssel. Und ich glaube, der liebe Faruko, den würde das nicht so erfreuen, wenn wir in seinen Kisten rumschlummern, sage ich mal. Aber das ist so, juckt uns natürlich wieder am Sack, noch an der Stirn. Deswegen jemand trotzdem direkt zu Faruko. Wenn ich mich recht entsinne, weiß ich auch noch, wo sich der gute Mann befindet. Ich glaube nämlich in der Ecke mit dem Arbeitslosen, dem wir jetzt den Besen in die Hand drücken werden und sagen, du kleiner Pisser, du kriegst gleich einen auf die Fresse. Wenn du das nicht möchtest, fegst du jetzt für den lieben Vetranio. Das ist was wirklich ich stotter mir einen zurecht. Der gute Mann ist wirklich aus ehrlicher Haut. Der Zag hier hat gelogen. Finde ich nicht gut, dass der da den... Nee, Luki Luki. Dass der Vetranio den da fast noch Stress von uns gekriegt hat. Nur weil der Zag hier so ein kleiner Frechdachs ist und hier alle belügt. Das finde ich nicht in Ordnung. Da müssen wir nochmal irgendwas machen. Aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt, meine Freunde. Jetzt müssen wir erstmal sorgen. Was macht der Erasmus? Der hat einen Orgasmus. Hahaha. Nee, der liest Bücher. Was liest er denn? Was Bildendes oder nur irgendwelche Pornohefte? Nee. Der liest tatsächlich geschichtliche Bücher über den Zweiten Weltkrieg, über die Französische Revolution. All dies. Dafür interessiert er sich. Finde ich gut. So. Hier ist der Thron. Aber wo war... Alter, wo war der? Ich bin mir sicher, hier war noch eine Treppe. Ach, hier. Huch. Hier waren noch vorhin Leute, oder? Truhe. Kompliziertes Schloss. Wo ist Farukos Truhe? Die war doch irgendwo... Oder ist sie weiter oben? Okay, aber hier war jemand, oder? Es spielt keine Rolle. Wir markieren die gute Scheiße mal auf der Karte. Der Privatvorrat. Nee, können wir alles nicht. Ist auch nichts markiert. Wir müssen Farukos Truhe finden. Oder wartet mal, für wen hatten wir den Schlüssel? Lass mich durch. Ohne guten Grund, ich komme wieder. Sag mal, welchen Teil von Nein hast du nicht verstanden? Halt! Das erste N habe ich nicht verstanden. So. Farukos Truhe, wo ist die Scheiße? Gut, egal. Klauen wir uns hier schön einen runter. Und dann haben wir richtig schön
Und sorry für meine blöden Späßchen in diesem Part. Die kommen einfach so manchmal, wenn man gerade einfach irgendwie in Gedanken vertieft ist. Nein, wenn man hier einfach am Spielen ist und am Klauen. Oh Gott, ich laber so ein Scheiß, ist auch langsam nicht mehr lustig. Ich halte mich mal jetzt lieber zurück. Nicht, dass es hier noch ein richtiger asozialer Part wird. Das wollen wir natürlich nicht. Ein Hocker? Ne, nur Hocker sind hier, oder? Ja. So. Busy. Gut, da gibt es nichts mehr. Ich schaue, bevor wir unten wieder rausgeschickt werden, lieber nochmal auf die See... ins Logbuch, nicht auf die Seekarte. Primatlord Agila merkt bei Nergal, Lumburg und Farokova. Ah, Agila gab mir den Tipp, bei den Magiern nach Kristallen Ausschau zu halten. Dazu sollte ich mir die Truhen im Haus der Magier näher ansehen. Genau. Die markieren wir auf der Karte. Und so müssten wir unter anderem Farokos Kiste sehen können. Das ist jedenfalls nicht so einfach. Ach du. Jetzt zum Dumm zum Laufen hier. Hättest du in deiner Kindheit lieber mehr Sport getrieben, mein Freund. So, gehen wir mal hier hoch. Und hier irgendwo müsste Farokos Dohe sein. Vielleicht auch ein Stockwerk tiefer. Was ich ziemlich bezweifle. Oder die hier? Nein, definitiv keine Kiste. Scheiße. Egal. Sie könnte auch hier drin sich befinden. Hier ist ein Bett. Da ist Farokos Droid. Ja, sehr schön. Kristallbeutel, yay. Super. Farokos-Truhe haben wir. Gut, super. Speichern wir direkt. Nicht, dass wir jetzt hier drauf gehen und die Scheiße nochmal machen müssen. Jetzt ist die große Frage. Müssen wir nicht nach oben? Bevor ich hier verschwinde, checke ich lieber nochmal alles durch. Nicht, dass wir hier nochmal in den Brunnen springen müssen. Und auch der wird uns auch jetzt nicht durchlassen. Halt! Nein, brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Der wird uns nicht durchlassen. Wir können ihm locker die Fresse polieren, das ist uns klar. Aber das machen wir nicht, weil wir uns wie immer nicht sicher sind, ob wir dann Probleme kriegen. Faruko, hoch! Sollen wir jetzt mit dem über seine... sagen, hier, hi, ich hab dich gerade beklaut. Bring mir etwas. Dann lass mal sehen, das wäre ja makaber. Wir beklauen ihn und jetzt bringt er uns was bei. Aber einen Sprüche herstellen kann und will ich, glaube ich, gerade auch gar nicht. Ich verfolge da gerade andere Ziele. Warte mal. Ich glaube, wir müssen nochmal runter zu Nergal, oder? Nergal kam ja in der Quest vor, neben Faruko und noch einem anderen. Bei denen gäbe es sich was zu holen. Ich denke mal, noch bei Nergal und das andere haben wir schon, oder so. Eventuell recht gut kombiniert. Zeig mir. Soll mir recht sein. Kristallohrring. Na, ich weiß nicht. Nee. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir das Kristallfackel. Nee, können wir hier, glaube ich, nicht kaufen. Oder Splitterhagel. Nee, ich gehe davon nicht aus. Ich lese mir noch einmal die Quest durch, weil wir sind ja gerade bei Nergal. Agila gab mir den Tipp, bei den Magiern nach Kristallen Ausschau zu halten. Dazu sollte ich mir die Truhen. Mir ihre Truhen im Haus der Magier näher ansehen. Agila meint, dass es bei den Magiern Nergal, Lumborg und Faruko was zu holen gibt. Questdialog anzeigen. Okay, das ist nur die Unterhaltung mit Agila. Sprich, wir können nicht herausfinden, welche wir schon haben. Also Faruko haben wir und wir haben noch eine andere. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin der Meinung, es war Lumburg. Also, schauen wir mal uns hier um. Hallo, hängen wir mal wieder fest? Nicht mehr. Ob wir hier eventuell Farukos Kiste rum
rumchillen sehen. Sieht auf den ersten Blick. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Raus hier! Typen wie dich! Meine Fresse, ist der aggressiv. Wiedersehen. Der wiederholt sich, der ist bestimmt dement. Meine Fresse, wo könnte dieses. Alle drei sind im Haus der Magier. Was habe ich da gehört? Hier war doch irgendwie eine Truhe. Lombok. Wie heißt du? Ilva. Überleg dir gut, was du vorhast. Also, es war, glaube ich, auch so ein Öko-Fritze, mit dem hat man mal gesprochen. Nee, hier gibt's nichts zu holen. Erasmus steht hier nach wie vor. Nö. Da ist nichts, meine Freunde. Zu schwierig. Kompliziertes. Das ist Schloss. Eventuell die. Das würde am meisten Sinn machen. Das ist die einzige Kiste, wo es Sinn machen würde, sage ich mal, dass es da drin Schloss. Ist. Aber wir sind viel zu schlecht und ich glaube kaum, dass wir mal eben so Schlösser knacken auf 80, beziehungsweise dass man das von uns verlangen kann, beziehungsweise dass es möglich ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich skill mal gerade. Fernkampf brauchen wir momentan nicht. Magie. Wir wollen ja Magier werden. Also könnte sich das definitiv lohnen. Ist bloß die Frage, ob wir es jetzt schon machen wollen. Beeinflusst die Wirkung von Tränken und Astralsicht. Na, skill ich mal einfach da drauf. Ich könnte nochmal auf Fernkampf. Ah, Fernkampf haben wir schon. Ah, doch, irgendwann machen wir nochmal Fernkampf. Dann freuen wir uns über diese 5 Pünktchen. Ich überlege, ob ich den da oben doch mal umhaue. Scheiße. Sonst schnappen wir mal mit Agila. Was haltet ihr davon? Wenn ich den guten Mann finde. Wenn uns diese Kack-Quest einfach halt. Aufhält. Ja, vielleicht ist es. Befindet es sich sogar draußen. Wobei die Pfeile ja, wie gesagt, halt. Dahin sind. Nee, das kann gar nicht sein. Gut, ich würde sagen, am nächsten Part kümmern wir uns um den Rest dieser wundervollen Quest. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao.